So, jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass das Wunsch Wirklichkeit wird. Und muss das richtige Programm booten. Das richtige Betriebssystem. So rum. Ich habe Wow, keine eine Ahnung, wo ich mich Erzader hier mit gerade 20 hinklemme. Erz. Ist auch mal was. Was? Ich habe Kühe gefunden. Ja. Bringt ein Schwert mit Looting. Ja gut, ich habe keins. Und die Kühe sind so weit weg. Naja, das wird schon Warum rennen irgendwie. die immer? Weil sie es können. Weil dein Schwert zu schwach ist. Nein, du brauchst inzwischen für fast alles zwei Schläge. So, und ich Alter, riskiere es jetzt ernsthaft? mal. Ich riskiere mal den Wassereinbruch. Habe ich Dirt dabei? Natürlich nicht. Brauche ich ein bisschen Dirt, dann kann ich den mir so ein kleines Podest, so eine kleine Aufstiegshilfe bauen. Und dann riskiere ich jetzt einfach mal mitten im Fluss rauszukommen. Was machen wir eigentlich mit diesen hunderttausenden Eiern? Die Eierfarm. Omelette. Omelette. Haben wir eine Okay. Eierfarm? Wir haben eine Hühnerfarm, die da oben extrem scheiße platziert ist. Es fällt mir jetzt gerade im Nachhinein so auf, die versaut minimal die Aussicht. Vielleicht könnten wir die bei Aber nur Gelegenheit ganz minimal. auch Muss mal gucken, wir haben umziehen lassen. Redstone, ne? Ja. Okay, ich versuche demnächst eine Kentucky Fried Chicken Farm aufzubauen. Könnten wir das Ganze vielleicht so ein bisschen bei Mittelalter belassen? So. Es ist mittelalterlich. Es ist nur ein System, was Hühner ausbrütet und danach flambiert, um frittiertes Hühnchen zu kriegen. Okay. Ich bin zu haben. Ich nicht, aber gut. Ja, auch so Meinungsverschiedenheiten gibt es manchmal. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach die Fackel in die andere Hand, dann haben wir hier immer Boah. Licht. Nein, nein, hör auf damit. Platziere Erde. Okay, da sind wir gerade. Oh, es wird dunkel. Ja, das ist richtig. So, perfekt. Jetzt sind wir wieder unten und ich guck mal, wo dieses Loch jetzt genau entstanden ist. Ich Idiot hätte auch eine Fackel oben drauf setzen, oben ransetzen können. Aber nur so Interesse halber. Wo wir denn Ich jetzt? hasse das neue Schlagsystem von Minecraft. Das ist auch Ja, Mann. total doof. So, wo hat sich denn hier? Ach, hier hat sich das Loch aufgetan. Gut. Was? Man kann mit der Schaufel mit Rechtsklick jetzt Dirt breit klopfen, kann das sein? Sein. Jetzt habe ich so eine Art Dirtweg gemacht. Das ist äußerst Oh Gott, oh Gott, faszinierend. oh Gott! Was passiert Bin denn in ein jetzt Loch gerade? gelaufen, da sind 5 Creeper. Jo, jeder wie er es verdient. Ja, toll, aber auf diesem. Ist das ein Müll? Entschuldigung. Ach, da ist was drunter. Okay. Ja, von da könnte man eigentlich ganz gut rübergraben. Oh, wir hatten noch. Ich hatte noch eine Idee für ein Bauprojekt. Fällt mir gerade spontan ein. Nämlich an unserem Bahnhof, zu dem ich jetzt gerade mal schnell fahren werde. Mit diesem Minecart hier. Da war angedacht. So. Eine Sekunde, während dieser wunderbaren Bahnfahrt werde ich mich dann mal. Hoffentlich wird es nicht zu laut, werde ich mich mal um die Musik kümmern. Aha, da düdelt es wieder. Janik, was machst du eigentlich gerade? Konstanten. Ach komm schon. Geht doch. Ja, das wäre doch hier ganz witzig. Ich bin gerade am anderen Bahnhof, an der Zwischenstation. Von da aus wollten wir eigentlich eine Brücke weiter geradeaus bauen. Wäre das was als nächstes Bauprojekt?
Ja. Machbar? Und es werde Musik. Yay, das Lied hatten wir schon. Immer diese Kritiker, gell? Und selbst wenn wir das auch hatten, es ist mir gerade ziemlich Banane. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich meine, wir hatten es auch schon, aber hey. Bin froh, dass es überhaupt wieder funktioniert und nicht gleich wieder abgestürzt ist. Ach, hier sind wir. Hilfe, ich werde beschossen. Ich habe noch so viele schöne Ideen, die aber irgendwie nur nicht auf sehr viel Zustimmung stoßen. Warum nicht? Ach, ich hatte noch, Moment, gerade nach der Bahnfahrt. Okay. Wir haben ja die Bahn bis zum, dieser Zwischenstation, und in der Zwischenstation kann man eine lange Treppe runterlaufen und kommt an so einem kleinen See raus. Wenn wir da so eine Bar oder irgendwas so ein bisschen in den Berg reinbauen. Und ich werde mal gucken, dass ich eventuell noch einen Custom-NPC-Mod kriege, mit dem man dann auch ein bisschen Leben in die Welt bringen kann. Dass man ins Hotel zum Beispiel den Hotelier oder den Innkeeper reinstellt und unten in die die Schalter noch so ein paar Fahrkartenverkäufer, das irgendwas. Da findet sich bestimmt einiges. Dass wir einfach so eine kleine Rollenspielwelt draus machen. War zumindest gerne mein Gedanke. Okay. Wer würde sich bei mir mit der Brücke anschließen? Weiß gerade nur nicht mal, wo ich bin. Das ist schlecht. Vorhin habe ich noch unser Gedöns gesehen. Ich mache mir jetzt erstmal eine Axt. Was? Wie ging das nochmal? Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Habt ihr einen Kompass mitgenommen? Nein. Haben wir überhaupt einen Kompass? Ja. Ja. Oh, okay. Sonst hätte ich nicht gefragt. Ich würde ja sagen, wir gehen schlafen, aber wenn ihr Gott weiß, wo seid. Das heißt, ich schnapp mir jetzt eine Fackel und gehe in den Wald. Auf nimmer Wiedersehen. Ja. So, wir sehen jetzt gleich eine Fackel, die unter Wasser brennt. Äußerst interessant. Und ich finde es auch lustig, dass diese Fackel Neonröhrenlicht abgibt. Das Licht von der Fackel, wenn ich es in der Hand habe, ist extrem weiß. Okay, meins ist ein kleiner gelber Kreis. Oh, Skelett. Ja, jetzt wo du es erwähnst, ich bin auch gerade abgeschossen worden. Au! Gott, oh Gott, oh Gott, Alter, teilen die zwischen aus. Das Schlimme ist, die treffen. Ja, au, ich habe gerade voll Eindruck. Du kannst Alter, nicht mehr Attack spammen, das ist so ekelhaft. Ich bin fast tot, ich bin 3 Meter vom Haus weg und bin fast tot. Schwimm, 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 schwimm. Ich habe keinen Bogen, ich habe keinen Bogen. Okay, nachts in den Wald gehen ist eine bescheuerte Idee. Diese scheiß Skelette. Alter, ist hier eine Versammlung. Leute, seht mal zu, dass er wieder zu der heimwärts kommt. Hier ist doch ein Bogen. Ich nehme mal den hier. Ich bin jetzt auf einer Bergspitze. Ich müsste von hier aus... Pfeile, 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 Pfeile. Ja, tatsächlich. Sechs Pfeile. Okay. Ich habe meine Richtung du weißt, gefunden. Wo du hin musst? Okay. Ja. Ich habe 6 Pfeile. Das ist wahnsinnig viel. 8 Pfeile. Oh, das Skelett hat einen Bogen gedroppt und ich habe auch 6 Pfeile. Aber ich glaube, der Bogen bricht, bevor ich die 6 Pfeile schieße. Nein, nein, nein! Ey. Was hattest du alles dabei? Deine Superwaffen, ne? Ja. Oh Gott, die Bögen schießen auch nicht mehr so weit wie früher. Soll ich mitgehen? Oder wo bist du? Bist du da hinten runtergefallen, oder was? Irgendwo da hinten. Okay. Hier ist die Bibel.
ich geh jetzt doch mal vor die Tür. Kannst du mir in 5 Minuten vor die Tür gehen? Sagen? In 5 Minuten? Ja. Okay, warum? Weil dann mein Zeug despawnt ist. Okay. Aus dem Weg, du Kaku. Ja, eine Fackel. Eine Fackel brauchst du? Ich hab keinen. Ach, ich sehe eine Fackel. Das ist gut. Ich hab vorhin auch schon Fackeln gesehen. Da war aber nichts Sinnvolles. Schlag doch zu, du Bob! Weil er wieder mal überhaupt nicht zuschlägt. Moment, scheiß auf die Fackel in der Offhand. Schild rein. Ja, da liegt mein Zeug. Ja, Gott sei Dank. Es wird Tag. Ja, das ist richtig. Ich hab ein Dorf gefunden. Mal wieder? Waren wir da schon oder ist es neues? Ich sehe es von weitem, deswegen kann ich nichts sagen. Ha! In your face. Aua. Oh, diese Baby-Zombies. Ah, die sind so ätzend. Ich bin gleich tot. Jetzt, ich bin auch gleich tot, 3 Meter vom Haus weg. Irgendwie sind die ein bisschen übler als früher, kann das sein? Kommt drauf an. Das Problem ist halt wirklich mit dem Zuschlagen, dass du 5 ja. Jahre brauchst, wenn du daneben gehauen hast. Ja, es ist echt brutal. Okay, es werde wieder Licht. Ich bin so gut wie tot. Vito. Ich hab noch 2 Leben. 1. Die regenerieren sich auch langsamer als vorher, habe ich das Gefühl. Vollgefressen sein, sonst regenerierst du gar nichts. Ja. Und du bist halt nur irgendwie 1 Sekunde lang vollgefressen. Komisch, ich war jetzt vollgefressen und bin sofort wieder Half-Life. Nee, ich musste zwischendurch nochmal nachfuttern. Ja, schon wieder nicht mehr. So, jetzt aber. Jetzt sind wir wieder Full-Life, jetzt kann ich auch wieder Bäume kloppen gehen. Hopp. 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 Na. Ich hatte doch hier irgendwo einen da, hatte ich angefangen einen umzuhauen. Ich hab's nicht mal eingesammelt. Epische Musik, die jetzt irgendwie ganz unpassend ist. Die Bäume sind alle so winzig, das sind irgendwie nur 3 Blockstämme oder so. Kann man gut komplett abbauen. Das ist richtig. Aber du kriegst halt nichts raus. Nach 2 Blöcken. Wie setzt du dich? Die Villager in so in den Scheiß-Trade. Haben sie doch immer. Du hast ein Dorf gefunden? Ja. Hat er doch gesagt. Für 7 Emeralds gibt's einen Eisenhelm. Wow. Unglaublich. Ich habe das Gefühl, Minecraft wird uns immer mehr verarschen. Und für 16 gibt's eine Dia-Chest. Das ist normal. Wozu brauche ich sowas? Aber du kannst tauschen. Warte, ich glaube 3 Diamanten gegen 1 Emerald. Beim gleichen Typ. Super. Ich fühle mich hart verarscht von Minecraft. Ja. Da gibt's schon ein paar mäßig witzige Sachen. Spekuliere einfach mal in irgendeine Richtung, vielleicht finde ich sowas. Ich hab gedacht, wir machen uns demnächst zusammen wieder ans Werk. Ja, wenn wir mal wieder zusammen sind. Hey Kevin, tu mir mal einen Gefallen. Was für ein Gefallen? Schreib mal, ohne dass die Zuschauer sehen, die Koordinaten. Die Home-Koordinaten willst du haben. Macht am besten Kevin. Da muss ich nämlich nicht das Interface aufmachen. Ja. Moment, Was haben wir denn hier? Ach so. Blink, 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 blink. Wie schreibst du dich nochmal?
mich schreiben. Ah, ich hab's, okay. Drück Tab, wusste nicht, ob du dieses schützt. Was war's? The Home Coordinates. Wenn ich mich nicht vertan hab, dann war's das. Ja, müsste stimmen. Warte, ich bin extrem krass weit weg. Super. Schreibt ihr die Koordinaten von dem Dorf auf? Im Dorf gibt's gar nichts. Achso, okay, ich hab gedacht, das war nicht mal eine Schmiede? Doch, ne, geplünderte. Oh, toll. Versuch mal Bücher oder so irgendwas zu finden. Kannst du ein Bücherregal umhauen, wenn es welche gibt? Nicht ein Bücherregal im gesamten Dorf. Bücherregale sind im Dorf selten. Ich hab ja, mal die sind Dorf extrem ungebildet, die Bürger da. Ja, ich wollte gerade sagen, die müssen ja dumm sein wie 10 Meter Feldweg. Das Geilste war aber, 4 von 8 Leuten sehen aus, als würden sie schmieden. Ja, aber halt ein Schmiededorf. Schmiede. Und der Rest hat so einen Dörrblick gehabt. Ja, super. Hab mich richtig zu Hause gefühlt. Ich sag jetzt nichts. Okay. Gut. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich gesammelt? Ach, ein Stack und ein bisschen was. Das kann man durchaus nach Hause bringen. So. Schön. Das hätten wir. Wird hier gerade die Drohnen. Jetzt guck mal, ob ich das Diamantschwert verzaubern kann. Was für eine Verzauberung brauchst du? Ich hab noch Sharp welche. Sharp oder Speed oder irgendwas. Sharpness oder Speed? Ich hab Schärfe 1. Mal sehen, was ich hier rauskrieg. Ey, ich könnte Sharpness und Unbreaking 2 machen. Okay. Ich bräuchte nur Lapis. Ich weiß auch nicht, ob meine Level reichen. Hast du Lapis? Warte. Auf dem Boden. Da unten. Hm. Ach, unten. Ja, auf Treppen funktioniert das ja nicht richtig mit dem Ablegen. Es rollt runter. Eigentlich logisch. Dum, 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 dum. So, jetzt schauen wir mal, ob die Level ausreichend sind. Nein, falsches Schwert. Das da. Das. Plus das. Hey, wir haben eine Hasenpfote. Bane of Arthropos. Smite 2. Nemesis der Gliederfüßer, damit machst du nur an Skeletten mehr Damage. Okay, vergiss es. Ich hab gedacht, ich kann es verzaubern. Nee, Spinnen. Aber... Spinnen. Gliederfüßer sind Spinnen, genau. Vergiss es. Wo war Lapis? Da. Okay. Wo sind eigentlich unsere ganzen Diamanten hingeraten? Der Kiste. Ach da. Komisch, die Kiste hat. Hast du die gerade umsortiert? Ja. Hätte sich irgendwie dreimal gerade neu sortiert. Ja, ich habe Inventory Tricks drin, weil mich das mega aufregt, wenn du nichts mehr findest. Ja, gut. Die brauche ich unbedingt. Ja gut, wie gesagt, wir wollten halt mit so wenig Mods, was du halt als bei dir installiert hast. Bin wieder da. Hurra! Yay, hast du Kaninchen, hast du Leder und Kaninchenfell? Nö. Bisschen Kaninchenfell. Toll, das hat jetzt alles Johannes. Und Leder. So. Wow, 40 Leder, dein Ernst? Ein bisschen. Und wir haben insgesamt 4 Kaninchenfell, das heißt, wir können ein Leder machen, das heißt, wir haben 41 Leder. Ja. Will jemand mal noch ein Minecart machen? Haben wir nicht genug hier drin? Ein Fisch. Wir haben ein einziges Minecart. Du hast 2 Fische. 2 Fische? Ja, die hau ich doch. Oh, nice, hier gibt's sowas. Wir haben 2 Minecarts. Wir haben 2. Dann nehmen wir mal eins. Ja, aber insgesamt sind wir 3. Unter was laufenden Minecarts? Unter welchem Sound? Ambient, keine Ahnung. Environment? Unter sowieso viel zu laut. Ich dreh mal Blocks und das beide gerade mal runter. Ach, hast du jetzt gerade meinen Fisch daraus geklaut und das Achievement mitgenommen?
Nein. Yannick, ich bin mäßig enttäuscht. Ich bin nicht überrascht. Ich suche gerade immer auf dieses blöde Minecart. Das Minecart, was da drin ist, ist in der unteren Truhe und das ist eine Minecart with Chest. Kann man sich trotzdem reinhocken? Nee, da ist eine Kiste drin. Ach stimmt, das haben wir irgendwo in der Höhle mitgenommen. Ist aber ganz praktisch, dann können wir Material hin und her fahren. Hier unten steht noch eins. Okay. Ich glaube, ich baue hier mal so ein Abstellgleis. Alter, ernsthaft, schon wieder? Jetzt geht die wahre Party ab. So langsam regt's mich echt auf. Seit dieses Windows 10 Update kam, spinnt dieser Laptop nur noch. Okay, Leute, wir sagen an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das könnte jetzt etwas länger dauern, bis ich das erledigt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Brückenbau und bei ganz viel Minecart-Gefahre. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao.